Die Piratenpartei plant eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof als Reaktion auf die sogenannte Beschäftigungsaffäre im Bayerischen Landtag. Ziel dieser Klage wäre, dass in Zukunft genau protokolliert wird, wofür die Abgeordneten die ihnen zur Verfügung stehenden Steuergelder ausgeben. Um das Vorhaben jedoch finanziell realisieren zu können, muss den Piraten am 15. September erst einmal der Einzug in den Bayerischen Landtag gelingen. Mohammed Chaker berichtet. Sie wollen vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof ziehen. Für die Piratenpartei wäre dieser Schritt die logische Konsequenz aus der Beschäftigungsaffäre im Bayerischen Landtag. Geklärt werden soll, inwieweit Abgeordnete die bayerische Verfassung verletzt haben. Wir als Piraten wollen dafür einstehen, dass die Abgeordneten tatsächlich auch sehr gewissenhaft mit ihren Steuermitteln umgehen. Viele Abgeordnete, egal in welcher Partei, tun dies bereits. Es gibt einige schwarze Schafe dabei. Aber ganz wichtig sind die Rahmenvoraussetzungen dafür, wie das überhaupt passieren konnte. Und an die wollen wir ran, an diese Rahmenvoraussetzungen. Es gibt beispielsweise Zulagen für jeden Abgeordneten, über die keine Rechenschaft abgelegt werden muss. Das wollen wir damit ändern. Es gibt sogenannte Doppelalimentierungen von Ministern, die zusätzlich noch Abgeordneten, ein halbes Abgeordnetengehalt bekommen. Das wollen wir auch ändern, weil es einfach gewisse Grenzen sprengt, die so nicht da sind. Die rechtlichen Grundlagen für solch eine Klage seien laut der Piratenpartei gegeben. Es gibt jetzt mehrere Grundlagen, auf die man sich stützen kann. Es sind ja auch mehrere Baustellen, die es da im Landtag gibt. Es gibt vor allem die Grundlagen der Chancengleichheit der Parteien. Das ist vor allem der Punkt, wenn es um versteckte Parteienfinanzierung geht. Und aber auch die Freiheit und Gleichheit des Mandats. Dann die Transparenzgebote, dass man eben die Kontrolle hat über die Mittel, die der Landtag sich selbst zuspricht. Wir wollen die Politik in Bayern zum Positiven verbessern im Sinne der Transparenz. Wir wollen das selber vorleben. Das heißt, wir geben einerseits diese Klage auf, um die Rahmenbedingungen zu ändern, halten uns aber von Anbeginn an, egal ob die Klage jetzt Erfolg hat oder nicht, bereits selber so, als ob diese Klage Erfolg hätte. Eine Klage würde finanzielle Mittel in fünfstelliger Höhe verschlingen. Das Geld würde deshalb nur zur Verfügung stehen, wenn die Piratenpartei am 15. September die 5%-Hürde schafft und in den Landtag einzieht. Ob diese Initiative also zu einer tatsächlichen Klage wird, ist also fraglich.